Die 112 bei Covid-Symptomen wählen Sie, wenn Sie akute lebensbedrohliche Situationen haben, Atemnot, Bewusstseinseintrübungen, starkes Fieber, Ansprechbarkeit geht zurück, dann wählen Sie die 112. Wenn Ihre Symptome nicht lebensbedrohlich sind und Sie normal einen Arzt benötigen, um sich behandeln zu lassen, dann wenden Sie sich entweder an Ihren Hausarzt oder aber eben an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117. Ja, in der zweiten Welle der Corona-Pandemie sind die Notrufe und damit auch die Einsätze 10-15% angestiegen. Wir hatten diesen Oktober das einsatzreichste und notrufreichste Monat seit Bestehen der integrierten Leitstelle. Also wir haben üblicherweise über 600 Notrufe jeden Tag. Derzeit in der zweiten Welle der Corona-Pandemie liegen wir jetzt bei um die 700 Notrufe jeden Tag. Das heißt, wir haben eben diese 15%, 60-70 Notrufe täglich, die Corona-Bezug haben. Wenn Sie die 112 wählen, dann fragen unsere Kollegen Sie ab. Derzeit natürlich intensiv auch auf mögliche Covid-Symptome. Und dann werden Sie das geeignete Rettungsmittel bekommen, einen Rettungswagen oder einen Krankentransportwagen, gegebenenfalls auch einen Notarzt. Geändert hat sich zweierlei Dinge. Zum einen, dass wir vor allem im Rettungsdienst mehr in Anspruch genommen werden im Bereich des Krankentransportes. Die Infektfahrten haben zugenommen, was bedeutet, dass die Krankenwagen mehr belastet sind, weil die Besatzung sich umziehen muss. Sie muss danach das Fahrzeug desinfizieren. Das ist deutlich mehr geworden. Und auf der anderen Seite steigen natürlich auch bei uns intern die Infektionszahlen der Menschen, die direkt vorne dran arbeiten, im Rettungsdienst, im Krankentransport, aber auch in den Kindertagesstätten. Die Leitstelle pflegt uns derzeit täglich an, um zusätzlich Kapazitäten zu stellen, um vor allem im Krankentransport die Mehrarbeit leisten zu können. Wir stellen vor allem in den Nachmittagsstunden ehrenamtlich zusätzliche Krankentransportfahrzeuge zur Verfügung. Nur damit ist es schaffbar und machbar, dass wir die Wartezeiten im Krankentransport und die zusätzlichen Fahrten bewältigen zu können. Ich möchte hier Danke sagen. Danke an alle haupt- und ehrenamtlichen Kräfte, die hier zusätzlich Engagement leisten, um wirklich für Sie Augsburger auch da zu sein. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Das ist nicht der Fall. Die Notfallrettung hat bei uns immer oberste Priorität. Die Notfallrettung wird von unseren Rettungswagen durchgeführt und die sind immer für Sie da. Wir haben Zugriffszeiten im Stadtgebiet von 5 bis maximal 10 Minuten. Es geht hier hauptsächlich um Krankentransporte, die vermehrt auftreten, die länger dauern, weil es Infekttransporte sind, weil die Menschen, die Sanitäter, die Notfallsanitäter sich umsehen müssen, das Fahrzeug desinfizieren. Die Notfallrettung ist davon nicht betroffen. Es ist die Sicherheit der Bürger jederzeit gewährleistet.